Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Das Zeug hier. Zu Let's Play, das Zeug hier. Na, ihr wisst schon. Project Ozone und so weiter. Das mit den Enderperlen, den ging doch relativ schnell. Habe ich gerade mitgekriegt. Ich habe auch schon ein paar Sachen vorbereitet, denn ich wollte euch das zeigen, wie ich das jetzt vorhab. Wollte das erstmal hier ein bisschen mein Inventar leer machen, weil irgendwie doch eine Menge Schrott dabei. Passt auf. Ich habe hier jetzt mal ein bisschen Fläche vorbereitet. Ich meine, mit dem lustigen Zauberstab hier geht das ja relativ schnell. Und das Ding hinten ist zu dunkel. What the fuck? Okay. Ist auch keine Ahnung wo hier, aber das scheint gravierend zu sein, ne? Hier zum Beispiel. Gut. Folgendes ist jetzt los. Ich habe den zweiten Tesseract gebaut. Und hab jetzt vor. Mal kurz gucken, wo es hier was ist. Das ist. Das brauchen wir jetzt. Das brauchen wir jetzt. Und zwar habe ich vor, den Planter hier hinzustellen. So. Oben drauf kommt ja, wie man weiß, so ein bisschen Scheiß. Halt hier so eine Fläche. Dann habe ich vor, ich gebe dem hier halt die Dinger. Er soll die Dinger verteilen. Lass mich kurz gucken, wenn ich das jetzt so mache, den einfach hier hinschleudere, muss ich den damit noch ein bisschen drehen, ne? Genau, so. Also, der Harvester wird das einsammeln, was hier drauf ist, und verteilen. Sprich, ich werde jetzt die beiden Sachen dazu holen, werde den hier rankleben, das erstmal runterleiten. Und da sollst du. Übrigens soll dann Filter durch. Ich weiß nicht, ob das mit dem Filter irgendwie funktioniert. Oder wie der Filter funktioniert. Das ist fragwürdig. Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sollen eine da lang und einer soll hier in die Kiste gehen. Ich werde hier jetzt gleich eine Kiste ranhängen, die ich natürlich nicht dabei habe. Es wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Dann hole ich jetzt hier. Ich weiß nicht, wie ich das genau machen soll, aber ich mache die Fackel weg. Lege da den Tesseract dran. Und lege hier den Strom nach oben. So. Praktisch gesehen muss ich den jetzt was noch einstellen. Du sollst Main Power sein. Und zwei Dinger blocken und zack. Und dann müsst ihr eigentlich diesen aufladen und den anderen mit. Sprich, der hat jetzt hier schon gesetzt. Und jetzt brauchen die eigentlich nur noch Ewigkeiten, bis die gewachsen sind. Dann wird der Harvester die rausnehmen. Und hier und hierin wieder verteilen. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, wie der Itemfilter hier funktioniert. Ich habe die noch nie benutzt. Ansonsten muss ich halt wieder Diamantpipes benutzen. Sollte ja kein Problem sein. Oder ich gucke mal. Filter. Gibt es hier irgendwas Filterisierendes? Filterpipe. Filterpipe ist. Ich mach das nicht. Ich werd mal eine bauen gehen. Dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Das wäre natürlich ideal Standard. Ich möchte nämlich. An den Rechner erstmal. Filterpipe. So. Das dachte ich mir nämlich. Dann hast du das. Dann brauche ich wahrscheinlich ein Item zum Filtern. Das und einmal Lily Seeds. Praktisch hätte ich alle mitnehmen können. Ich hätte sie ja hier reinstopfen können einfach. Ich habe wieder die Kiste vergessen auch noch. Und wenn ich das hier einbaue, so, nicht so, sondern weg damit, das hier. So, dann sage, ah, guck mal, da, so geht das. Pass auf, dann kannst du hier nichts, weil ich keine Kiste habe. Warte mal, ich habe doch eine dabei. Nimm mal die Iron Chest, das ist auch okay. So viel kriegen wir ja nicht. Dann soll grün das sein und gelb soll das sein. Zack, und schon ist die ganze Geschichte erledigt. Das heißt, sobald die gewachsen sind, das dauert jetzt
8 Minecraft-Stunden, 8 Minecraft-Tage. Weil auf diesem Zeug, da wachsen die ja in nicht gerade in Lichtgeschwindigkeit. Habe ich Enderperlen und die werden immer und immer mehr. Dann werde ich die hier drauf anpflanzen, hier drüben. Und übrigens habe ich mir überlegt, ich werde das Ding hier noch ein bisschen verändern. Und zwar werde ich das auf mehrere Ebenen bauen, weil Pflanzen brauchen ja kein direktes Licht von oben, sondern eher so das Licht als Quelle überhaupt irgendwo her. Das heißt, ich werde. Muss das ein bisschen intelligent bauen, irgendwie. Das dann auch automatisieren. So ist der Plan, zumindest. Dann werde ich hier die Dinger, glaube ich, wieder wegmachen. Die werde ich aus Glas machen stattdessen. Wenn ich einen schönen Untergrund bauen. Ich weiß nicht, was der Rahmen sein soll. Der Rand, meine ich. Und dann werde ich hier mir nach und nach was basteln. Dann kommt eine zweite Ebene drauf. Das Licht werde ich an die Decke hängen wahrscheinlich. Und dann werde ich die erst bepflanzen. Dann wird jede Ebene, wird dann. Na, irgendwas drauf haben halt. Ich bin mir nicht sicher, was. Zum Beispiel diese Mini-Kussis werden von dem Ding hier gemacht. Und so weiter und so weiter und so weiter. Dann hast du halt Ebene 2, das nächste drauf und so weiter und so weiter und so weiter, wie schon erwähnt. Praktisch gesehen könnte ich jetzt einen Tesseract nehmen, wenn ich einen hätte, einen Grinder da vorne hinstellen und könnte dort die Monster automatisch grinden lassen und mir die Kiste komplett vollhauen damit, dem ganzen Zeug. Guck mal, das können wir gebrauchen. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir ein Mega Rubber Tree züchten und oben drauf einen Wurm setzen. Oh ja, das wird heiß. Heißer Scheiß. Sonst irgendwas? Dimlets. Ich werde hier weiter meine Dimlets farmen, ey, ganz ehrlich. Es geht so gut auf die Art. So, dann heißt es jetzt, das wegpacken. Ich habe übrigens Quests fertig. Durch den Magma Crucible haben wir ja hier jetzt diese Reihe fertig. Nehmen wir hier so ein paar Shitbags. Jo. Das heißt, wir haben auch wieder ein Leben gekriegt. Auffressen das Ding. So muss es laufen. So muss es laufen und nicht anders. So, mein Freund, du gibst mir mal das Sulfur, dann machen wir das. Dann müllen wir erstmal komplett hoch, auch so. Das und ja. Das Sulfur ist noch ganz nett. Das ist ganz gut. Der Rest kommt in den Müll. So, das kann erstmal alles weg. Ich weiß, ich sagte, ich hebe da hier das eine oder andere auf, aber ich kann damit jetzt nicht umgehen mit dem vollen Zeug hier. So, ich wollte den Sapling setzen. Den Megatree. Ich hoffe, er wächst auf einem Block. Ich würde es ja gerne. Ich kann es beschleunigen. Ich habe doch hier tonnenweise Bone Meal. Bones of your bones. Flash of your flash. Dann brauche ich einen dieser Würmer. Die müssten ja hier irgendwo drin sein. Da ist noch ein bisschen was von. Geht dazu nicht? Au, au. Das ist jetzt ein bisschen viel Bone Meal im Inventar, würde ich behaupten. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ich düse jetzt da hoch. Düsen, düsen, düsen. Praktisch ist ja hier alles miteinander verzweigt. Das heißt, ich kann im Grunde alles, den ganzen fetten Baum, umpflanzen lassen da von diesem Zeug. Ja. So, das müsste doch dann wieder so gehen, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das so ging. Es kann auch sein, dass das Baum von. Ah, okay, es geht. Es
Gut, dann nehmen wir das noch mit. Hier irgendwas bei, eigentlich nicht. Das nochmal massenhaft Quarz. 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 Sortier dich doch mal. Oh. Ich hasse es, wenn die Maus nicht richtig funktioniert. Das ist so etwas von nervig, das gibt gar nicht. Ach, scheiße. Immer dann, wenn man es nicht wegwerfen will, fliegt das Zeug sonst wohin. Und immer dann, wenn man es wegwerfen will, brauchst du eine Stunde dafür. Warte mal, das ist auch da drin. Dann gucken wir mal, was die Tasche sagt. Oh. Ah, nicht doch. Ich wollte Tasche, Tasche. Uncommon Reward. Na gut. Das ist jetzt nicht so toll. Ach so, oh. Ich habe sie alle auf einmal gekriegt. Upsala. Speed Belt. Baubilds. Belt of Water Walking. Das heißt, wenn ich den jetzt anziehe. Ui, nice. Und Waterwalking ist ja, glaube ich, klar, ne? Das sollte... Na, gib mir das mal hier. Schade, dass du immer nur ein Gürtel tragen kannst. Oh, offiziell müsste man ja 100 tragen können. Ich kann jetzt hier auf Wasser laufen, das ist ja unglaublich. Ist ein bisschen wie Eis jetzt. Cooler Shit. Aber ich glaube, für die unsere Zwecke ist im Augenblick das hier besser. Holy fuck. Heißt, ich fliege auch so, ne? Ja, nice. Oder? Hm, selbst wenn nicht, Lava-Generator brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben mittlerweile eine Quelle, die ist zwar nicht super geil, aber besser als nüchtens. Dann das hier weg. Dann können die hier in die Kiste. Was machen wir jetzt noch Schönes? Wir gehen ein bisschen hier erkunden. Wir haben noch ein paar Minuten. Aber fliegen können und uns auch noch schnell bewegen. Also doch, ist ja richtig. Ich habe gerade verwechselt mit der XP und dem Jetpack Fuel. Ich dachte gerade, das wäre ein bisschen ungünstig. So, lassen wir mal gucken. Wo wollen wir denn mal hin? Wir ackern erstmal hier durch. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Gehen wir mal hier runter. Ich finde es durch die Mod halt relativ schön, dass das hier super dunkel ist. Weil das ist ein bisschen realistischer, sag ich mal. Ein bisschen höhlenmäßig. Da ist es halt scheiß dunkel drin und das ist ja nun hier nichts anderes im Prinzip. Und so brauchen wir doch mal ein paar Fackeln, also. Was ich jetzt gebrauchen könnte, wäre eine Netherfestung. Praktisch gesehen. Aber sie ist, wäre jetzt auch nicht wichtig. Ich würde mich eher für Draconium interessieren. Was ist das denn? Heißer Sand. Wow, Spinne. Die Bitsis. Oh, ich hab den Punkt nicht gesetzt. Ich sollte definitiv zurück. Jetzt habe ich nachher keinen Plan, wie ich zurückkomme, ne? Das wäre ziemlich ätzend. Das war ja ein super langer Trip gerade. Aber die Insel ist nicht zu verkennen, also die siehst du von Weitem schon. Die habe ich komplett gestrippt oben drüber. Richtig schön eigentlich. So muss das sein. Ausgezogen habe ich die. Ausgezogen. Haut abgezogen. So, ich hätte hier gern... Nope. Wir machen jetzt den Wegpunkt so, ne? Home Portal. Ich hab Captain Caps falsch rum an. Ach komm schon, was denn jetzt los? So. Safe. Dann, da wir da gerade schon geguckt haben, gehen wir hier lang. Du, 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 du. Du, 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 du. Was ich herstellen muss. Oh, hier ist eine Festung. Was ich herstellen muss unbedingt. Ich sehe mal gar nichts, Alter.
ist Wither Facet Material. Dann kann man den nämlich einfach tot grinden lassen. Das kostet im Endeffekt nur ein bisschen Strom. Kackbratzen spinnen. Ich nehme den schnellen Eingang. Oh, ist alles voll mit Spinnen. Ich sehe nichts. Can't see fucking anything. Ich will nicht zu Tode brennen jetzt. Scheiße, Wither-Effekt, lang hält der Mist. Alles klar. Ekelhaft. Also diese Wither-Spider sind echt scheiße. Ich warte jetzt hier kurz, bis ich wieder ein bisschen Energie habe. Und dann gehen wir weiter. Da nicht lang, da kommen die Spinnen raus. Da rein. Ah, das ist der Nachteil an dieser Mod jetzt. Ich sehe halt einfach mal nichts, dann... Complete Overhaul, alles klar. Ich glaube, so nennt sich das Prinzip. Man, du weißt nie, was hier ist, weil hier immer irgendwie alles am Brennen ist. Ich habe schon wieder irgendwas Witherartiges berührt. Du wirst vielleicht deinen Spaß haben mit mir. Kann sein, dass das sogar ein Skeleton gewesen ist. Hey, nice. Achievement, yay. Luckiger Shit, was ist da los? Oh Mann, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo eine Festung ist. Ich muss die nur ein bisschen besser markieren hier. So, Festung. Ich hätte das gerne in Rot, damit das auch schön hervorsticht. Gut, haben wir ja ein bisschen was hier schaffen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das grandios ist, was heute passiert ist, von den letzten zwei Folgen davor. Aber es geht wenigstens voran und ich lass das Ding hier nicht im Stich. Ich habe halt auch so ein bisschen viel zu tun gehabt. Ich war ja nur wie erwähnt auch krank ohne Ende. Hab Factorio ja krank aufgenommen, das fiel mir an sich ja gar nicht, aber jetzt sind da schon 15 Folgen und noch nicht eine hochgeladen. Uiuiui, habe ich auch noch Spaß. Deswegen sage ich jetzt mal, das war's für diese Folge. Bis zur nächsten. Auf Wiedersehen.